So, hier, Leute. YouTube Haus, ja. Unge. Scheiße. Scheiße, der Nachbar hat geklingelt. Geht den kompletten Abend. Wir bauen nur den Schrank auf. Oh, scheiße. Ja, den kompletten Abend. Geht dieser Lärm hier. Wir bauen nur den Schrank auf. Oh. Ah, warte mal, wer war denn das nochmal? Das war irgendwie gestaged oder sowas. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Wow, wo waren wir denn da drin? Ich. In deinem Ohr. Ja. Yeah. Wir waren gerade essen, deswegen habe ich noch die Jacke an. Wir kommen gerade vom Essen wieder. Wir haben Burger gegessen. Ja. Yeah. War sehr lecker und jetzt gehen wir rüber zu dem lieben Revi, denn du baust gerade? Ich baue gerade meinen Schrank auf. Also ich versuche. Guck mal, über sowas haben wir früher einen Vlog gemacht. What the fuck, Alter? Zumindest, aber ich habe keinen Hammer. Okay, den suchen wir jetzt, aber vorher will ich dir noch was zeigen. Ich möchte mich gerne in WoW einloggen und WoW spielen, weil ich bin Level 99. Möchte gerne Level 100 werden. Hey, hier wohnen, guck mal, hier wohnen so viele Leute in diesem Haus, ne? Ich guck mal. Position, ja, Position der Wartestelle, 1716, geschätzte Wartezeit 122 Minuten. Alter. Ja, aber Simon. Das ist ja nicht normal, oder? Du denkst, dass das ein Problem ist, aber hier wohnen 5 Leute, 6 Leute sogar und keiner hat einen Hammer. Oh nee. Ja, ich hab keinen Hammer mitgemacht, aber dafür ist Simon. Oh nein. Hallo. Hättest du einen Hammer mitgebracht? Aber wir haben jetzt eine andere Lösung, und zwar hat der gute Muskelpaluten uns eine Hantelstange gegeben und damit klopfen wir jetzt zurück von meinem Schrank rein. Paluten hat eine... Ah, hier mal noch mein Kollege Fäuser am Start. Paluten an der Hand. Das ist voll billig hier, guck mal. Was hab ich für eine Scheiße? Guck mal, das klingt doch durch. Ist krass, Paluten an der Hantelstange? Paluten ist richtig am Fruchtball. Ja, echt? Ist der ein Tier? Der ist ein richtiges Tier, du. Leute, dieser Style von früher, Alter. Maximal belastend. Die Kunst, die wir hier aufbringen, ja? Wirklich Simon, schrecklich. Ich sag dir nur eins, ne? Das ist Handwerk, ja? Darüber hat Simon früher einen Vlog gemacht. Wer ist die Frau? Das ist Jody. Wir sahen damals noch ganz anders auf alle. So, und mich juckt doch nicht, dass jetzt hier Leute im Haus schlafen, weil ich baue jetzt hier meinen Schrank auf. Und da kann auch den da oben die Polizei rufen, ja? Oder ich nehme an, kann mich beschweren? Kannst du auch, aber machst du nicht. Weil du und Tal und Ali unter dir? Unglaublich. Unglaublich. Gut, scheinbar sind es hier nackte Nachbarn. Dann gucken wir mal, was bei Paluten abgeht mit seiner Handelstange. Paluten ist gar nicht da. Ich glaube, der war in dem Moment kacken oder sowas. Paluten ist auf Twitter am Grinden. Muss man sich mal vorstellen, Paluten. Damals 85.000 Follower auf Twitter, Alter. Was geht ab, Mann? Was geht ab? Krank. Geisteskrank, Mann. Geisteskrank. Krass. Paluten! Palle! Bist du auf Klo? Dusche! Er war am Kacken. Bist du am Duschen? Bist du? Tatsächlich, da ist die Dusche drin, er war nicht am Kacken. Bist du gerade nackt? Also vielleicht hat er gekackt in die Dusche, ich weiß es nicht, aber ich denke mal nicht. Ich bin gerade nackt, tatsächlich. Aber bist du gerade unter der Dusche und hast das Wasser an? Ich trockne mich gerade ab. Dann mach mal ganz kurz die Tür auf und trockne dich noch schneller ab. Mann, was ist denn hier für ein Haushalt? Paluten ist nackt, die Jungs machen mit einer Handelstange den Schrank. Simon hat sich einfach so gedacht, da brauche ich aber ganz schnell ein Video. Da gehen wir einfach mal rüber zu Revi, der macht schon irgendwas. Hat absolut recht, ich mache immer irgendwas. Hey, aber es funktioniert. Wir sind glücklich, wir sind eine glückliche Familie. Ich finde, in seinem Leben ist noch wichtig, glücklich zu sein. Ja. Oh, scheiße. Jetzt hat der Nachbar jetzt geklingelt. Ja. Scheiße. Scheiße, der Nachbar geklingelt. Wir bauen den Schrank auf. Oh, scheiße. Ja, den kompletten Abend geht dieser Lärm hier. Wir bauen nur den Schrank auf. Oh. Alter, was ist mit dem Nachbar los? Gehen Sie endlich rum, die Polizei. Gehen Sie endlich rum, die Polizei. Das noch mal. Ach, du bist es, Sebastian. Ach. Ah, Kluwi war das, Digga. Ich dachte gerade wirklich, Mann. Stell dir mal vor, der Nachbar kommt rein, wir bewirfen mich so ein Paket. Also, ich hätte schon verdient gehabt damals, aber seien wir mal ehrlich, ich hätte den angezeigt wegen Körperverletzung. Allmann. Hi, alles klar. Wie gut dieser Zier. Gib ihm noch eine. Was ist hier los? Habt ihr es wieder vertragen? Ja, das ist alles wieder gut. Alles gut. Okay. Für eine gute Nachbarschaft. Wer von euch hat jetzt wirklich geglaubt, dass es wahr ist? Schreibt es in die Kommentare, wer hat es ernst genommen? Das war damals Clickbait, Alter, und alle haben so, das fanden das okay, weil, egal, du hast gelogen, egal, war cool, weil es ja Unge. Wer ist denn da? Ich bin tot. Achso, du bist es. Wer ist denn da? Guten Tag. Der immer so pumpen geht, ich hab gehört, du hast eine Hantelstange, die du ausgeliehen hast. Ja, nur eine Hantelstange, die ist jetzt allerdings ein Hammer geworden, das ist wahrscheinlich auch viel praktikabler geworden. Baby, du musst ein bisschen lauter sein. Noch ein bisschen mehr Elan da vorne rein. Ich gebe mir voll die Mühe, leise zu sein. Ist doch kein Problem.
den da wieder um Video oder so. Aber die Lautstärke macht sein Internet langsamer. Das hängt, das nicht hängt gut zusammen. Ey, Palle, was ist los? Zeig mal deine Muskeln. Nee, ich habe keine Muskeln. Warum hast du eine Handstange? Die ist zum Imponieren von Revi, habe ich die nur gekauft. Hat's geklappt? Ja, ist ja eingezogen. Ja. Hat aber wunderbar. Die billige Slut. Weißt du was? Ich versuche mich gerade WoW einzuloggen, ne? Komm mal hier lang. Ja. Ist, wenn es da nicht so aufgrund ist? Das ist alles so. Okay. Ich versuche mich gerade WoW einzuloggen und weißt du, was passiert? Hä? Ich muss 80 Stunden warten, 80 Minuten 80 warten. 80 Stunden, ey. Guck dir das an. Weißt du, wer die ganze Zeit hier immer refresht? Ach du. Wie ist es? Du bist eingeloggt in WoW? Ja. Nein, Standbild, guck mal. Da rennt einer gegen die Wand. Und der dreht sich. Nein, was ist hier los? Du bist rausgeflogen. Nein, ich bin nicht rausgeflogen. Doch, du bist locker rausgeflogen. Warte mal, ich schreib kurz. Du bist locker rausgeflogen. Ah ne, der hat nur geleckt, Gott. Okay, alles gut. Oder? Alles, nein. Warte mal, ich teste das mal. Hi. Oh, ist schon mal gut am Laggen, Nein, Leute. Oh. Ich will keine 90 Stunden warten. Scheiße, WoW ist momentan so krass down. Es ist völlig krank. Bentley, Leute, guck mal, was das für ein Content früher gewesen ist, Alter. Guck mal. Troll, der Level. Was war denn das für ein Content damals, Alter? Ich habe 30 Stunden gestreamt und dann waren die Server leider down und dann habe ich mich ins Bett gelegt, habe heute erstmal meine Videos gemacht. Was war das denn, Digga? Ich habe es geschafft, über 100. Das heißt, die extrem harte Sucht, die Phase ist jetzt begleitet und dann kam meine... Ist ja absolut behindert gewesen. Gucken wir mal, was wir hier noch haben. Okay, Leute. Und einen guten Tag wünsche ich euch und willkommen hier zu unserem Vlog. Das hier ist auch so ein typischer Simon-Unge-Vlog, Alter, wo wir früher, haben wir Lukas Podolski in der Eisdiele getroffen, Alter. Das war auch so ein Moment, wo ich mir dachte... Köln, du hast mich komplett gefickt, Digga. Da wollte ich auf jeden Fall ganz schnell in eine andere Stadt ziehen. Es ist heute ein Mord geschehen. Am Revi. Guck mal, wie Simon einfach in meinem Zimmer gammelt, Alter. Wisst ihr, wie stressig das damals war, mit Unge in meinem Zimmer immer zu haben? Nochmal, der Dude hatte einen Schlüssel für unsere Waschmaschine, beziehungsweise für unsere Wohnung, weil seine Waschmaschine halt damit drin stand. So, das heißt, du hast ständig die Gefahr, dass dieser Dude reinkommt bei euch. Und, Scheiße baut, Alter. Und Simon Unge war ständig bei uns drin, Mann. Das muss man sich mal geben. Das war wirklich die stressigste Zeit meines Lebens, Alter. Ich wurde leider ein bisschen abgestochen, aber mir geht's gut. Nein, wir haben den Revi hier, gerade in seinem Zimmer, und den Nico. Hallo! Das ist der Nico von Revis Server. Boah, Leute, ich krieg gerade einen Hasskick. Und das ist der Revi von Revis Server. Hallo. Vorsichtiges Messer, ist gefährlich. Was der Nico hier macht, ist verrückt. Das dürfen wir nicht sagen. Ist okay. Nico, würde ich einfach mal die Kamera geben kurz. Okay, warte. Denn, Leute, heute geht es um die Termine, Gamescom und Videodays und so weiter und so fort. Viele haben gefragt. Ich auch. Ich wollte auch wissen, was ich jetzt. Erzähl mal. Warum kommt der dafür rüber, Alter? Und macht das in meinem Zimmer, der Penner, Digga? Warum kann der es nicht zu Hause machen, dieses Video? Wann bist du denn da? Also, ich bin verschiedene... Ach, das interessiert auch alles. Also, ich bin alle Tage auf der Gamescom. Von morgen, Mittwoch, bis zum Sonntag. Und, was da jetzt genau alles überall abgeht, steht auch gar nicht fest. Ich versuche überall vorbeizuschauen, wo es geht. Also ich bin auch der, versuche auch ganz viele... Hör auf jetzt. Ich versuche auf jeden Fall ganz viele Slots hinzukriegen, dass man sich treffen kann, einfach ein bisschen labern kann, vielleicht mal ein Foto machen kann, einfach was auch immer, wo ihr Bock drauf habt. Und die Termine, die schon feststehen, sage ich jetzt einfach mal. Boah. Juckt ja niemanden, Alter. Schon. Oh mein Gott, ich bin wirklich unironisch mit so einem gottverdammten, verfickten Eierhawk früher rumgefahren. Digga, kann mich jemand aus dem Internet nachträglich löschen, Alter? Das kann doch nicht sein. Ich bin damit wirklich rumgefahren, weil ich dachte, das wäre dope. Danke, Kevin. Ich hatte noch nicht so viel Spaß. Das gefällt mir. Ich bin frei. Mach's gut. Ich bin frei. Ja, wir gehen jetzt einkaufen. Ich bin mit dem Board unterwegs und der Revi mit seinem kleinen Eierhawk hier. Digga, das ist doch nicht real. Ich hab das wirklich, unironic bin ich dieses Ding gefahren durch Köln und alle haben mich behindert angeguckt, wirklich. Und das tauche ich ihm gleich. Auch Simon einfach, wo der filmt. So Leute, dieses YouTube-Haus, ja? Dieses YouTube-Haus, das war ja direkt um die Ecke. Also Simon hat da einfach gefilmt, weil dem alles egal war, Jungs. Was ist denn mit dem los? Was war das denn, Farid Behang? So, Leute. Guckt euch das Ding an. Ich hab's immer noch, Leute. Ich hab's immer noch, dieses Teil. Ich hab das damals zugeschickt bekommen und fand das mega cool. Ist es jetzt falsch rum oder richtig rum? Ich weiß gar nicht, ob ich falsch oder richtig rumfahre. Naja. Wahrscheinlich ist es. Oh. Ich bin damit durch ganz Köln gefahren, Digga. Durch ganz Köln bin ich da durchgefahren. Das Ding ist so dumm. Hier stehen sie wieder überall. Leute.
Da war es Monte Carlo, Alter. Der ist ein Spielecasino, den Namen Monte drin hat im Namen. Hier, man sieht's. Das ist auf jeden Fall kein Zufall. Montana Black hat direkt neben dem YouTube-Haus investiert, um Palutens und meine Spielsucht auszunutzen. Ich habe tatsächlich über 500.000 Euro in Monte Carlo verloren. Mit so einem Ding in der Öffentlichkeit rumzufahren, ist so peinlich, finde ich. Absolut. Findest du? Ich finde es mega peinlich. Ich finde es auch peinlich. Dann hätte ich gerne einmal Erdbeeren, Heidelbeeren, Brombeeren und Johannisbeeren. Oh mein Gott. Und jetzt gleich kommt Lukas Podolski rein und sagt den legendärsten Satz, und zwar... hallo, was ist denn hier, cremig? Welches Eis denn cremig? Mit dem Schokosauce und Himbeersauce. Aha, ja. Der Feinschmecker. Ja. Was meinst du? Ich habe Erdbeeren, Johannisbeeren, Himbeeren, Brombeeren und so eine Schokosauce. Da war Simon noch nicht mal vegan, Leute. Was habt ihr denn alles für Joghurt? Ja, Lukas Podolski. Ich bin Lukas Podolski. Da ist Lukas Podolski, Leute. Da ist Lukas Podolski. Nee, warte. Da ist Lukas, ich schwöre euch, Leute, das hier ist Lukas Podolski, das hier ist Lukas Podolski gewesen und der Dude ist dann da reingekommen, weil Lukas Podolski hat auch eine Eisdiele in Köln und ist dann wieder reingekommen und hat dann so den mega Film geschoben und gesagt, was denn hier cremig, was kann man denn hier lecker essen? Maximal lost. Was hast du für ein Joghurt? Alles, Alter. Digga, ich schwöre, ich sah damals so unendlich beschissen aus, Alter. Ich würde mein Gesicht von den letzten 20 Jahren gerne komplett aus dem Internet rausnehmen, Alter. Da kann ich jeder so geil aussehen, wie ich jetzt, wa? Alles. Ich habe Himbeersoße, Schokolade, Schokoschnitzel. Was hast du? Ich habe das Hungereis. Geil. Weil da sind Schokostreusel, Erdbeeren und Kinderschokolade. Das ist übelst lecker. Nice. Was hast du? Gebrannte Mandel, Kinderriegel und White Crisp. Boah, ist so krass. Immer noch, Chat ist witzig, immer noch. Ja, ich habe nur Früchte und so eine Schokosoße. Ja, und veganes Eis, lecker. Wie viel? Nein, ich hörst du. 100? Ich kenne mich mit Fußball. Es wird von Leute, ist kein Witz. Ich hatte den Namen drauf. Das war noch ein Foto machen. Nein. Findest du peinlich? Ja, finde ich unangenehm, weil wir sind doch selber so. Wir machen Spiele. Tatsächlich war Lukas Podolski früher mein Lieblingsfußballspieler. Ich war großer Fan vom 1. FC Köln. Mach selber mal Fotos wieder aus. Machen wir nicht. Trimax kommt jetzt gleich, Leute. Der ist gerade beim Friseur. Das rausgehen, das rausgehen. Ist das echt? Also, ist definitiv Podolski, 100%. Alter, was? Weil der kommt rein und macht so, Ja, Lukas Podolski kommt rein. Genau das hat er gesagt, 1:1, man kennt ihn. Der redet genau wie Podolski. Ja, der redet einfach, sieht, ist es ist sehr wirklich. Ich kenne mich halt mit Fußball überhaupt nicht aus, er sieht auch genauso nein, aus. Nein, er ist es definitiv. Also, wir können mal hingehen und fragen. Wolltest du fragen? Nein. Wir gehen jetzt einkaufen und wir haben Lukas Podolski getroffen. Lukas Podolski hat sich nach uns ein Eis geholt. Der hat sogar meinen Löffel berührt. Keine Ahnung. Ich habe ihm sogar empfohlen, ihm Schokosauce. Und mein Herz. Und mein Penis. Alles klar, Simon, du musst wieder auf die Spitze treiben. Für Kids, da ist kein Cola drin. Ja, guck mal, Leute, diese inhaltslosen Vlogs und guck mal, wie viele Aufrufe das hat. Bruder, 500.000, der andere 601 Million, Alter, muss los. Wirklich, was ist denn das von damals gewesen, Mann? Mann, bin ich überbelichtet. Digga, ich raff's nicht, Alter. Vlogs von ungespielt, Digga. Größtes Crack meiner Kindheit. Wirklich, ey, ich schwör's euch. Junge, was?